Ja, hier ist wieder euer Papagei. Heute zeige ich euch wieder was von Steinheim so ein bisschen und ein bisschen Umgebung. Hier sind wieder zwei neue Häuser. Ich kann euch das gerade mal zeigen. So ein bisschen neu gebaut worden. Nicht von mir. Die Häuser wurden von Supermanx gebaut. Also sozusagen gestern. Und hier beim Aldi. Und hier ist auch die Tankstelle. Die habe ich auch wieder gebaut. Eine kleine Tankstelle, also Dorftanke. Dann das Schöne hier an der Gegend, was jetzt hier geworden ist. Viele Blumen, also Blumental habe ich das hier genannt. Und hier kann man richtig schön entlang fahren, mit dem Fahrrad oder was weiß ich. Dann geht es hier lang Richtung Waldberg. Das steht hier auch sogar dran. 2 Kilometer ungefähr. Dann geht es, wenn man die B5 weiterfährt. Das ist ca. 10 Kilometer von Bergstadt entfernt hier von der Hauptstadt. Hier sieht man noch schöne Blumen und alles, Berge und sowas. Dann geht es hier nach Waldberg, glaube ich. Nee, oder wie heißt das? Waldberg, glaube ich. Ja, Waldbach heißt das. Und das ist noch nicht fertig. Das ist hier gerade der Anfang. Hier geht dann die B5 weiter. Hier sieht man schön, schön viele Blumen. Werden noch mehr Blumen. Dann hier die ICE-Strecke. Kann man mal einfach hier mal durchfahren. Das ist die ICE-Strecke hier. Von Ulm nach Bergstadt sozusagen. Wird das irgendwann sein. Dann hier noch ein paar Blumen. Dann hier die A7. So sieht es halt hier ungefähr aus. Hier wird noch viel gebaut. Grün. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in das Kreisstädtchen rein. Wie man hier sieht, jetzt wird es dunkel, das macht aber nichts. Hier ist der Aldi, den kennt ihr ja schon. Dann kommen hier noch mehr Häuser, hier ist auch wieder ein Haus gestern entstanden von diesem Super Max da oder wie er heißt. Hier sind dann auch noch Häuser. Hier ist so eine kleine Villa. Dann hier ist die Feuerwache. Hier ist noch ein Haus entstanden. Also so entsteht langsam das Dorf und wird immer schön groß, also größer. Also wird noch einiges gebaut. Ja, das war's dann wieder mal. Euer Papagei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.